welche Gefahren gibt es beim Tätowieren? Das erste ist natürlich, dass unhygienisch gearbeitet wird, dass das Töpfchen, in dem die Farbe ist, mit jemand anders geteilt wurde und womöglich Hepatitis-Viren drin sind, wenn einfach keine Kenntnisse über hygienische Grundregeln vorliegen beim Tätowierer. Zweitens, du kannst natürlich auch Hautkeime haben, die beim Tätowieren in tiefere Hautschichten gelangen und dich dann auch infizieren, weil du ja deine schützende Hautbarriere durch das Nadeln überwindest. Dann kannst du allergisch reagieren. Es gibt zum Beispiel Nickel in sehr vielen Farben und Nickel ist die häufigste Kontaktallergie. Wer also Pech hat, kann sich im schlimmsten Fall eine chronische Nickelallergie einhandeln, die dann auch nicht mehr weggeht. In seltenen Fällen wird das Immunsystem überreizt und stimuliert, sodass du an ganz entfernten Körperregionen, zum Beispiel an den Augen, eine Entzündung entwickeln kannst, die eine Reaktion auf die Tätowierfarben darstellt. Sehr schwer in den Griff zu bekommen, häufig dann auch innerlich Cortison nötig. Auch ein Risiko, je nach Stech- und Nadelqualität, dass du Narben davon trägst. Die sieht man manchmal erst, wenn man die Farbe wieder weglasert, manchmal aber auch im tätowierten Zustand, dann kriegst du plötzlich ein 3D-Tattoo. Das kann einerseits an deiner Narbenneigung liegen, die manche Leute genetisch haben, aber auch manchmal an einer nicht so guten Stechtechnik. Und auch da hast du als Verbraucher leider wenig Kontrolle drüber. Nicht abzuschätzen ist das Langzeitrisiko bei manchen Farben. Weiß man, sie können Krebs erregen im Laufe des Lebens, sowohl an der Haut als auch an Organen, denn die Farbe wandert durch den Körper, nachdem man sie gestochen bekommen hat. Man findet die tatsächlich auch in Lymphknoten und anderen Organen. Also nach 10, 20, 30 Jahren nimmt man an, dass bei manchen Farben das Krebsrisiko deutlich erhöht ist.